Hallöchen Leute, und da bin ich wieder, euer Corny von Panico Centurio mit einer neuen Aufnahme von Titanfall Campaign. Würde ich einfach mal sagen, Campaign fortsetzen. Und wird verbunden. Ich habe mittlerweile ein paar Level gemacht im Normalspiel. Also jetzt ohne... Schadensbewertung abgeschlossen. Ohne Flaggschiff IMS Sentinel. Kampagne. Schadensbericht. Während der Schlacht bei Angel City wurde die Sentinel durch Jägereinheiten der Miliz schwer beschädigt. Ihr Heckstabilisator ist defekt. Vice Admiral, die Reparatur dauert 3 Tage. Ihr Opfer hatte ein ganz anderes Ziel. Welches? Zu zeigen, wie verzweifelt Sie sind? Bis vor ein paar Wochen hätte ich das akzeptiert. Aber da McAllen den Ton angibt, denke ich, er will die Sentinel aus dem Weg schaffen. Sehen Sie das Gesamtbild. Das nächste Trockendock, in dem die Sentinel Platz hat, ist auf Außenposten 207. Spyglass, sichern Sie den Patrouillenkurs der Sentinel mit einem Zerstörer, bis sie repariert ist. Aktivieren Sie alle Orbitalkanonen und schicken Sie Piloten zu den Außenposten. Ja, Leute, ihr habt gehört. So, was ich sagen wollte, wir haben jetzt ein paar mehr. Also ich habe ein paar Level gemacht im Normal-Spiel, also in den normalen Multiplayer. Habe ich gestern Abend mit dem Cheesy Cheese, mit dem Dr. Käse. Weiß nicht, ich glaube, von wie viel habe ich gemacht? Von 5 auf 15 oder sowas? Ich weiß es nicht, auf 19. Ich habe ein paar Loadouts freigeschaltet, ein paar Perks, ein paar neue Waffen, also eine neue Waffe, 2, 3, ich weiß jetzt nicht. Jo. Du kannst schwere Geschütze für deine Seite kämpfen lassen, indem du Datenmesser bei ihre Konsolen einsetzt. Aha. Das sind die ganz großen Geschütze. Angriff auf die Sentinel. Die Miliz war nie so verzweifelt, uns hier anzugreifen. Die wollen die Sentinel wohl unbedingt loswerden, was? Scheinbar. Egal, wir sind bereit. Okay. Spyglass, bringen Sie unsere Piloten zum Außenposten. Jo. Wir springen jetzt, Vice Admiral. Und ich habe ein paar Burncards. Aber die lasse ich jetzt erstmal. Wir können sie aufladen. Da ist das Ziel, Feuer frei. Außenpostenpersonal. Dann würde ich sagen, auf geht's. Ran an den Speck. Leop. Ich spiele mit meinem Titan Loadout. Die Waffe habe ich gestern Abend freigeschaltet. Das ist ein Präzision, halbautomatisches Präzisionsgewehr. Gegen die Geschützbatterie hat die Sentinel keine Chance. Das wird eine Materialschlacht. Außenposten von allen Miliztruppen säubern. Wow, geil. Der ist ja schwarz, der das gerade gesagt hat. Vorhin haben wir gleich schon eine Herausforderung abgeschlossen. Der ist auch schon tot. Bäm! Ja, sehe ich genauso. Blisk, was ist los da unten? Unsere eigenen Geschütze zielen auf uns. Vice Admiral Graves, die Außenposten-Geschützbatterie wird überbrückt. Sie wollen mit dem Außenpostengeschütz die Sentinel zerstören. Keine Zeit, Sir. Alle Einheiten auf Alleab. Und er wurde exekutiert. Und das war ein Spieler. Sehr schön. Oh, hier war doch dran. Was ist das Geschütz, schätze ich mal? Derjenige, der da am Titan ist, das ist unser Sergeant, das ist der hier der Chef, der das alles leitet. Dem wir eigentlich folgen müssen und schützen müssen, weil der ja den dicken Titan hat und ja. Beziehungsweise hatte. Weil jetzt hat er ja keinen Titan mehr. Pilot, ups. Ihr Titan ist in 30 Sekunden einsatzbereit. Stirb! Auf ihr Signal. Stirb! Hey, ich hab meinen Titan zu. Oh, ich wollte mir gerade Stim geben zum Abhauen. Hey, ich hol mir jetzt mal meinen Titan. Auf bereit machen, Leute, für den Titanfall. Außenposten unter Kontrolle, Vice Admiral. Gute Arbeit, Junge.
Das ist ein Spieler gewesen. Alliop! Moment, Titan! Was hab ich denn für ein Loadout? Ah, gut. 40mm Kanone hab ich noch drin. Au, au! Was war das denn gerade? Ach, Titan! Ach, jetzt haben wir noch einen Titan. Und wie man sieht, habe ich das in meine Autogeschütze. Also ich habe die Raketen aufschaltbar diesmal drauf. Gegner? Das ist auch ein Gegner. Auch ein Auto-Titan. Warum setzen die ihre Titan? Scheiß Titans nicht? Los, bis, bis. Bam. Stufe 20. Sehr schön. Und da ist der nächste Titan. Kann ich da hoch? Nee. Der steigt auch aus. Alter, was habe ich denn hier für Gegner? Bam. Na los, geh mir aus dem Weg. Achso, der ist schon zerstört. Scheiß Spectator, dennoch. Nee. Doch. Cool. Ah, jetzt. Ja, und dann suchen wir einfach mal. Ah, ich habe hier den Atlas und bei den Atlas, oh, das ist so gut. Bei der Atlas hat man den Damage Score. Also das heißt, wenn ich den jetzt aktiviere, habe ich mehr Damage. Mann. Das ist ja ganz schön ungenau. Na los, komm her. Kann ich hier rein? Ah, ich kann ja sogar hier rein. Ah, lustig. Hahaha. Stirb, stirb. Euch mach ich Matsch. Matsch, 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 Matsch. Roadkill. Ja, euch mach ich auch Matsch. Oh Leute, es gibt so viele Punkte. Feuer auf den Decks 25 bis 29. Löschmarvin sind bereits im Einsatz. Weiter, Piloten. Wir können es immer noch schaffen. Ey, wir sind noch in Führung. Spyglass, Bericht. Bombenrate der Miliz um 75% gesunken. Unsere Piloten verteidigen die Außenposten, Sir. Stirb, stirb. Boah. Wir reiten sie auf. Piloten, bringen sie die Sache zu Ende. Oh, oh, mein Titan. Mein Titan gibt gleich den Geist auf. Wir stehen vor dem Sieg. Die Schlacht ist fast vorbei. Gute Arbeit. Der ist tot. Der ist nicht tot. So. Der ist tot. Ich kann das Schiff abschießen. Matsch. Matsch. Matsch, sagt der Corny. Außenposten sind gesichert. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass das wahrscheinlich gut wirken wird, wenn so eine 40mm Kanone wenn so eine 40mm Kanone auf eine Person. Was ist denn hier? Das ist ein Titan. Vice Admiral Grace, die Sentinel ist verloren. Spyglass, schicken Sie alle Führungsoffiziere auf die IMC Colossus. Sie ist ab jetzt das Flaggschiff der Flotte. Jawohl, Sir. Nehmen Sie Kurs auf die Knochenfeld-Einrichtung. Die Position von Knochenfeld ist geheim, Sir. Also vielleicht kriegen wir ja das schön... McAllens Kumpel Barker kennt den Weg. Vielleicht kriegen wir ja das Schiff down. Abbruch eine Sekunde. Oder wohl. Ja! Komm, muss noch mal schnell rein, bevor wir jetzt hier sterben. Oder war noch Gegner? Verdammt, war zu langsam. 59 Punkte, 5 Pilots, 3 Titans und 30 Fußvolk. Und ein Tod. War echt eine gute Runde für mich, fand ich. 3 Titans gekillt und gut. Fußvolk. Eigener Titan Stufe 4 und ein Schalldämpfer. Ah, eine neue Burn-Card. Oh, eine ist gut. Dominion in Francis Harten. Aha, aha. Die Ogre-Card, die lassen wir draußen. Tödliche Kühe. An alle Einheiten.
Hier ist die 6. Aha. Wir nähern uns dem ersten von 26 Sprungpunkten zur Turmstation Zulu. Sie haben für diese Operation Code Black 5 Freigabe. So, machen wir das mal. Denken Sie daran, dass der Planet feindselig ist und versuchen wird, Sie zu töten. Nee. Der Hundepfeifenturm der Anlage ist seit 20 Jahren außer Betrieb. Sie sind nicht vor wilden Tieren geschützt. Sie werden auf dem Planeten auf Schwärmer treffen, die mit ihren Schnäbeln 9 Zoll dicken Stahl durchbohren können. Was? Die Wesen dort sind so groß, dass sie die Berechnung von Sprungpunkten beeinflussen. Lassen Sie sich davon aber nicht von Ihrer Mission ablenken. Die Miliz will unsere Repulsortechnologie nutzen. Das dürfen wir nicht zulassen. Sichern Sie alle Generator-Hardpoints. Überladen Sie den Turm und zerstören Sie die Basis. Hardpoint. Ah, diesmal ist das ein Hardpoint. Das andauert ein Materialschlacht, das ist diesmal ein Hardpoint. Beziehungsweise stimmt doch gar nicht. Aber die letzten Male war es ja immer Materialschlacht, wenn ich mich nicht irre. Dann würde ich sagen, los geht's. Dann haue ich mir gleich mal die neue Karte da rein mit den Granaten. Ob das wirklich stimmt, ob ich unendlich Granaten schmeißen kann. Das wäre natürlich geil. Das wäre natürlich eine tolle Karte, wenn man durchgehend nur Granaten schmeißen kann. Aber gerade in dem Match davor, also ich will mir nichts sagen, aber da waren 2 oder 3 Auto-Titans. Warum wurden die nicht besetzt? Ruh dich nicht auf dein Lobby aus, auch ein totgeweihter Titan ist noch eine Bedrohung. Das ist wohl wahr. Da man ja immer noch mit denen schießen kann. Drachen dann. Piloten, die Miliz versucht allem Anschein nach unsere Repulsortechnologie nachzubauen. Der alte Turm hier war unser Prototyp. Er war unser Hauptvorteil bei der Kolonialisierung von Westen in feindseliger Bevölkerung. Unser Ziel ist die Zerstörung dieser Anlage. Bevor die Miliz zu viel über den Turm erfährt, halten Sie mich auf die Hardpoint. Wir überladen den Kern. Das müsste reichen. Bereit machen! Auf geht's! Jumbon! Auf geht's! Alter, was sind das denn für Viecher? Das sind die! Hallo. Das ist ein Hardpoint-Einsatz. Ich kann ja echt Granaten schmeißen. Das ist doch schon mal sehr schön. Theoretisch hätte ich jetzt eigentlich auch zum A-Punkt gehen können. Wir kontrollieren jetzt Hardpoint Bravo. Bravo ist auch uns, das ist schon mal sehr schön. Wir spammen einfach mal Granaten, weil es so toll ist. Weil wir es können. Aber man kann natürlich nicht nur Kills mit Granaten haben. Aber die müssen wir ja auch nicht. Hallo? Auf weiter. Boah! Das war zum Beispiel zum Glück eine verbündete Granate. Nähern sich Charlie, kein Kontakt möglich. Oh, da hat jemand gerade in meiner Nähe gespinnt. Wahrscheinlich vor uns der. Vor mir der. Folge dir einfach mal. Eine vollautomatische Pistole. Habe ich mir mal reingemacht, das war auch nicht. Ich fand die eigentlich recht lustig. Das schwere Geschütz schießt auf mich. Also das ist das schwere Geschütz. Und das ist wirklich sehr schwer, wie man sieht. Aber ich habe Zeit. Wir kontrollieren jetzt Hardpoint Charlie. Aber so Leute, ich kann euch sagen, wenn das schwere Geschütz online ist. Ah, okay. Und das schwere Geschütz, das ist wirklich schwer. Also das ist nicht irgendwie nur, ne? Nur weil es groß ist, ein schweres Geschütz, das ist wirklich schwer. Das ist schön. Seh es mir. Ja. Oh, ich würde den Titan da wegholen, weil mein Titan kommt auch. Bäh. Wir haben Alpha verloren. Jo, ich halte mich ran auf zu Bravo und Alpha. Charlie steht unter Beschuss. Charlie steht unter Beschuss. Scheiße.